Nachdem wir uns jetzt in den letzten zwei Videos mal mit einer groben Landkarte beschäftigt haben, also wir haben uns sozusagen die Patterns, Message Pattern, Marshaller Pattern und das Forward Receiver Pattern angeschaut, konzeptionell und wie man das jetzt in TCP/IP bauen könnte mit TCP Sockets. Und ich möchte Ihnen jetzt so ein bisschen mal aufzeigen, was Sie für Möglichkeiten haben mit diesem Message Pattern, also welche Sorten von Sachen man eigentlich bauen kann damit. Deswegen gehen wir noch mal ganz kurz meinen Foliensatz durch. Also, Sie können jetzt überlegen, was so eine Nachricht, die Sie über ein Netzwerk oder über eine andere Infrastruktur verschicken, kann jetzt ganz verschiedenen Charakter haben. Sie können mit so einer Nachricht, mit so einem Request- und Response-Paar zum Beispiel, also eine Nachricht ist ein Request und der Server antwortet mit dem Response, sowas wie Kommandos machen oder Methodenaufrufe emulieren. Und zwar an irgendwelche Services oder an direkte Objekte. Also sowas wie Bestellung anlegen könnte sowas sein. Oder ein Okay, was als Response zurückkommt. Also eine Nachricht kann Kommando sein. Auch sowas wie Shutdown beispielsweise. So ein Dokument, so also eine Nachricht, eine Message kann auch ein Dokument sein. Das hatten wir in den vorherigen Beispielen immer mal wieder, dass man sagen kann, ich packe alle Daten, die relevant sind, in so eine Nachricht rein und schicke die dann im Unternehmen als Nachricht herum. Beispielsweise eine Schadenmeldung, das könnte so ein Dokument sein, wo dann der Empfänger dann halt weiß, was er mit der Schadenmeldung zu tun hat. Oder so ein Dokument könnte ein Bilddatensatz sein, den ich jetzt, oder ein Video sogar, den ich jetzt durch eine Pipeline veredeln will. Also Nachricht ist kein Befehl, sondern ein Dokument oder ein Datensatz. Dritte Möglichkeit wäre, so eine Nachricht kann ein Ereignis sein. Ein Ereignis kann jetzt sein, sowas wie: Achtung, die Temperatur in diesem Raum ist über 20 Grad, jetzt machen wir mal die Kühlung an. Oder: Achtung, Alarm, der Server brennt. Oder: Hallo, wir haben einen neuen Kunden gewonnen. Alle Systeme, die sich für neue Kunden interessieren, sollen sich jetzt hiermit freuen. Also haben Sie sozusagen mal mindestens drei verschiedene Varianten, was Sie mit Nachrichten alles bauen können. Und die Systeme, die Sie dann mit diesen drei verschiedenen Varianten bauen, haben ganz unterschiedlichen Charakter. Und das ist vielleicht ganz spannend und das spielen wir jetzt mal durch. Also erstens, Sie können eine Nachricht machen, wo Sie so einen Sender, einen Receiver reinschreiben, vielleicht sogar noch so eine Nummer oder so und Sie geben dem Ding vielleicht noch eine Payload, dass man da was verschicken kann. Und schon benimmt sich das Ding im Grunde wie so ein Datagramm in UDP, was wir schon mal gezeigt haben. Das heißt, ich kann das verschicken und da ja der Receiver drin steht, wenn man das geschickt macht, mit vielleicht noch der hinterliegende Namensdienst, kann man die Nachricht jetzt über verschiedene Zwischenstationen, also Router, Intermediates könnte man im Allgemeinen sagen, könnte man die Nachricht weiterschicken und die wandert dann sozusagen über verschiedene Router zum Ziel. Ja, also das geht dadurch, dass man, wenn man einen geschickten Router hat und der irgendwie eine Art von Entscheidung treffen kann, an wen das weiterleitet, geht darüber, dass in der Nachricht der Receiver drin steht. Was man damit auch machen kann, ist, man könnte sich so spezielle Receiver überlegen und Multicast machen, dass man sagt, ich schicke das an eine Gruppe von Receivern. Also auch solche Sachen sind baubar. Das geht auch schon mit UDP-Datagrammen. Da können Sie auch so Broadcast- oder Multicast-Sachen machen. Ja, also alles mit derselben Infrastruktur, alles etwa mit den gleichen Datentypen. Ich kann Nachrichten in Zwischenspeicher schreiben. Diese Zwischenspeicher werden häufig von eigenen Produkten, sogenannten nachrichtennotierten Middlewares, verwaltet. Und diese Queues können als Zwischenschicht dienen. Das heißt, ich mache wieder so eine Nachricht, Sender, Receiver, Nummer, Payload oder sowas, was auch immer ich da reinschreiben will. Und die Nachricht geht in die Queue. Ich habe das hier mal so, die werden häufig so als Rotonen dargestellt. Das habe ich jetzt hier auch mal gemacht. Also der erste Rechner nimmt Kontakt auf zur Queue und speichert die Nachricht in der Queue. Die Queue kann irgendwo im Netzwerk sein. Und die Queue sorgt dann dafür, entweder dass die Nachricht automatisch zugestellt wird an den zweiten Empfänger oder der zweite Empfänger, also Peer 2, kann sich die Nachricht abholen bei der Queue. Also so bauen sie typischerweise sehr hoch zuverlässige, asynchron funktionierende Systeme. So ein ähnliches Konzept findet sich auch bei den Aktoren. Was Sie machen können, ist, Sie können Methodenaufrufe mit diesen Nachrichten nachmachen. Dass der Client schickt dem Server einen Request, also was wie: Hallo, ich hätte gerne bei der Personenverwaltung das Interface iPersonen aufgerufen oder ich hätte gerne bei der Personenverwaltung nach den Personen nach Nachnamen gesucht. Das wäre der Request und der Server verarbeitet das irgendwie, sucht den entsprechenden Service-Implementierer heraus und also intern verarbeitet er diesen Request und schickt ihn dann Response zurück. Also von wir okay oder die Person, die sie gesucht haben, oder vielleicht auch: Hallo, war was kaputt, also sie kriegen Fault zurück.
So, der Request enthält natürlich jetzt die Referenz auf den Service, den Sie aufrufen wollen, wenn es also wenige Services gibt, also so RESTful Web Services wäre so ein Beispiel, oder sogar Sie kriegen eine quasi entfernte Referenz auf das Objekt, was Sie aufrufen wollen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen den Kunden 4711 auf dem Server aufrufen, haben Sie vielleicht so eine Art Objekt-ID mit der 4711 zusammengebaut. Dann wollen Sie, geben Sie in diesem Request den Namen der Methode, sowas wie zum Beispiel Find Customer oder sowas an, und Sie geben dem ein Objektarray oder irgendeine Datenstruktur mit, wo die Parameter der Methode drin sind. Also was Sie da aufbauen, ist tatsächlich eine Art Methodenaufruf, und der Server kriegt alle Informationen, um jetzt das korrekte Objekt zu finden, auf dem die korrekte Methode aufzurufen und dort die korrekten Parameter reinzustopfen. Und als Rückgabewert, als Response schicken Sie dann halt den Rückgabewert der entsprechenden Methode zurück. Das baue ich Ihnen nachher noch in einem der weiteren Videos, wo es um das Proxy-Pattern gehen wird. So was kann man als Beispiel, wo finden Sie sowas? Also so eine Request-Nachricht könnte wie folgt aussehen: Class Request extends Message, und da kriegt ihr die Objekt-ID mit. Ich habe es hier als String gebaut, den Methodennamen als String und das Objektarray, das sind die Parameter. Der Response könnte dann so aussehen: Der kriegt einfach ein Objekt, Sie kennen den Datentypen nicht, also muss man entweder ein Generic machen oder einfach ein Object zurückgeben. Können wir jetzt beides implementieren. Das wäre ein Response, und ein Fault könnte also so eine Art Exception sein, die wir sozusagen über Verteilungsgrenze hinweg machen, und der kriegt vielleicht irgendwie eine Fehlermeldung noch mit. Also das heißt, Sie können das so Request-Response würde ich als Java-Klassen runter implementieren. Wie gesagt, wir verwenden genau das nachher noch beim Proxy-Pattern. So, es gibt auch eine reale Implementierung davon, und zwar in diesen etwas älteren Web-Services. Dieser Standard war sehr populär, wie gesagt, um das Jahr 2000, 2005 herum, so ab so 2010 etwa, wurde das Ganze dann abgelöst durch RESTful Web Services, weil das, was ich Ihnen gerade zeige, sehr kompliziert ist, werden Sie gleich sehen werden. Sie sehen jetzt hier mal den Inhalt von einem Request in SOAP. Das heißt, Sie können hier, das ist so eine Art XML-basierte Datenstruktur, die über HTTP sogar, also man könnte sich jetzt vereinfachen vorstellen, über TCP/IP verschickt worden ist. Sie haben da den Namen der Action, die Sie aufrufen wollen. Also ich will die Say Hello Methode aufrufen, und Sie haben hier bei der Say Hello Methode dann entsprechend die Parameter, die Say Hello haben soll. Das heißt, sie hat hier den Parameter Name, und den Wert ist für die winzig, ne? Also was Sie nicht finden, ist eine Objekt-ID, weil Web-Services eher so wie entfernte Methodenaufrufe sind, da haben Sie keine verteilten Objekte. Also fehlt die Objekt-ID aus dem Beispiel davor. So, das ist die Request-Nachricht. Und als Response vom Server kommt dann wieder ein Envelope zurück, und da sehen wir Say Hello Response, und der kriegt dann irgendwie ein Hello Willy winzig zurück zum Beispiel. Also das heißt, dass dieses Request-Response-Paar finden Sie tatsächlich so in laufender Middleware, in laufenden Produkten. So, was können Sie noch machen? Sie können aus einer Nachricht auch als Kommando machen. Das heißt, Sie könnten, der eine schickt dem anderen ein Kommando, sowas wie Shutdown, resette dich, mach eine Leuchtdiode an, schicke weitere Nachrichten weiter und so weiter. Und das zweite Peer könnte, wenn er das Kommando verstanden hat, ein Acknowledge zurückschicken. Sowas könnte man machen, also entferntes Kommando. Man könnte jetzt, sagen wir mal, vereinfacht sagen, dass das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe mit dem Request-Response, natürlich auch so eine Art entferntes Kommando ist. Sie könnten auch eine entfernte Query machen. Sie könnten sagen, ja, die Nachricht ist eine Query, also sowas wie ein SQL-Befehl könnten Sie hinschicken, und dem Result kommt das Ergebnis zurück. Auch das könnte man machen. Als Kommando oder Query. Was Sie auch machen können, Event. Das ist Besonderheit. Das wird uns auch noch im Bereich der asynchronen Mittelware sehr beschäftigen. Also folgendes Beispiel: Sie haben irgendeine Informationsquelle in PI1, wo eine Information entsteht. Könnte Ihre Heizung sein, wo ein Temperatursensor dran ist, und der sagt jetzt, okay, die Temperatur ist jetzt zu klein oder zu groß, oder der Kesseldruck ist zu klein oder zu groß. Die Nachricht kommt in die Zwischendatenstruktur. Ich sage, man kann es auch direkt verteilen, aber dann nimmt einem sozusagen also so ein Produkt das ab. Das heißt, schicke die Nachricht an so einen Zwischenspeicher. Und der Zwischenspeicher sorgt jetzt dafür, und das ist jetzt das Spannende dran, dass jetzt diese Nachricht an alle sozusagen
Parteien geht, also an alle Programme, an alle Prozesse geht, die sich jetzt für diese Informationen interessieren. Also das ist so was, wie sie abonnieren, so eine Art News-Service da drin, nicht? Also das heißt, der Sender schickt eine Nachricht weg und irgendwelche Empfänger, die sich dafür interessieren, kriegen das. Und das Spannende ist hier, dass die Empfänger den Sender nicht kennen und der Sender die Empfänger nicht kennt, sondern dieses Management wird über so eine Zwischendatenstruktur gemacht. Also ganz, ganz populär, macht man ganz viel, finden Sie in Gebäudeautomationen genauso wieder wie in der GUI-Programmierung, also ganz, ganz bekanntes Element. In der GUI-Programmierung heißt das nicht Topic, sondern anders, aber das sehen wir gleich. So, also das Event, sowas, was Sie das Ziel verschicken könnten, kann sowas sein wie: Hallo, wir haben neuen Kunden gewonnen. Alle Systeme, die sich für neue Kunden interessieren, kriegen die Nachricht, dass der Kunde da ist und haben Informationen. Zum Beispiel die Kundenverwaltung, das Data Warehouse-System und das Honorarsystem für den Vertreter, der den Vertrag abgeschlossen hat. Ihre Heizungssteuerung könnte sowas schicken wie: Die Temperatur ist jetzt höher als 20 Grad Celsius. Und dann könnte sich dafür die Fenstersteuerung interessieren, das Display auf Ihrem Smartphone und noch weitere Informationen senken. Oder ich schicke einen Alarm los. Also ich bin hier, das hier könnte ja eine Serverfarm sein. Und der schickt einen Alarm: Hallo, eine Hardware ist abgeraucht oder sowas. Und alle, der Admin, irgendein Verwaltungsprozess, der Grafana zum Darstellen, kriegen die Nachricht, dass das jetzt kaputt ist. Ne? Also das heißt, Sie haben immer eine Datenquelle und verschiedene, die sich dafür interessieren. Und das macht man mit Events. Da finden Sie zwei Patterns, die eine Rolle spielen. Das eine ist das Observer-Pattern. Das kennen Sie wahrscheinlich schon aus Programmieren 3. Observer-Pattern finden Sie eigentlich in der grafischen Oberfläche wieder. Das heißt, da haben Sie hier kein Topic, sondern da finden Sie ein sogenanntes Observable. Das Observable, da kann sich jeder Observer anmelden. Also das hier wären die Observer, das da wäre der Observable. Und auch da kann man sich sozusagen anmelden, wenn man Informationen haben will, und wird dann, wenn die Information vorliegt, informiert. Ne? Klassisches Observer-Pattern, das Observable informiert bei Vorliegen einer Information alle Observer. Observer-Pattern. Finden Sie ganz viel in der GUI-Programmierung, weil da wollen Sie sozusagen eine Information verändern und vielleicht verändern sich damit dann 4, 5 GUI-Elemente. In der Heizungssteuerung, die erwähnt wurde, finden Sie das sogenannte Publisher-Subscriber-Pattern. Liegt dasselbe Verhalten nahe, ist nur asynchron. Das heißt, Sie spendieren hier so eine gemeinsame Datenstruktur, das ist ein Topic, das wird verwaltet über eine extra Software, die nachrichtennotierte Middleware, und dann schickt die Heizungssteuerung die Nachricht an das Topic und alle Programme, die sich dafür interessieren, melden sich an. Und auch da ist es so, dass die hier die Information senken, die Quelle nicht kennen, und die Quelle kennt die senken nicht. Das haben Sie eine wunderschöne Entkoppelung drin. Und die funktioniert bei Publisher, Subscriber asynchron. Machen wir noch im Detail, wenn wir uns mit nachrichtennotierter Middleware auseinandersetzen. Das war's jetzt. Das war jetzt nochmal das Message-Pattern genauer erklärt und was Sie damit alles machen können. Wie gesagt, wir kommen jetzt an verschiedensten Varianten, wie man das einsetzen kann, noch vorbei. Ich wollte jetzt nochmal kurz aufzeigen, welche Vielgestaltigkeit Sie eigentlich schon mit so einfachen Sachen wie Nachrichten aus einer gewissen, sagen wir mal, Systematik, wie man die jetzt verschickt und verteilt und wie man die Sachen nennt, also wie unterschiedliche Lösungen Sie da erzielen können mit so was Einfachem wie Nachrichten. Danke fürs Zuhören und weiter geht's mit dem Proxy-Pattern.